Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Resident Evil Code Veronica. So, machen wir mal weiter. Das brauchen wir nicht. Gucken wir mal. Den Feuerlöscher brauchen wir jetzt noch nicht. Ich will das mal hier. So. Wir haben jede Menge Heilzeug noch. Das ist sehr gut. Also ich hoffe, dass ich jetzt in diesem Abschnitt jetzt immer noch nicht so viel verbrauchen muss. Denn jetzt wird's nämlich hart. Habe ich das Vieh erwischt? Auf dieses Vieh müssen wir nämlich aufpassen, weil das kann uns vergiften und ein Ei, so gesagt, auf unsere Schulter legen. Und wenn das Vieh nämlich schlüpft, sind wir dann auch automatisch vergiftet. Also nicht gerade sehr schön. Boah, ich sehe auch wirklich ja nichts, ey. Wird Zeit, dass hier mal der Strom angemacht wird hier. Kann ich hier eigentlich schon rein? Ah, ist verschlossen. Minenraum. Wie, der lebt noch? So, jetzt bist du tot. Komm schon, komm schon. Der lebt immer noch. So, jetzt halt's Maul. Ja? Unsere erste Devise ist halt erstmal den Strom anschalten. Ne, komm, wir lassen erstmal die Pistole. Die schießen wir erstmal leer. Ja, das hat uns gezeigt, da war auch wieder so eine Art Objekt, was wir brauchen. Ach ne, das Waffenraum. Er ist tot. Ja, drei Schuss, die kann ich auch gleich noch abgeben. Was haben wir hier? Minenraumschlüssel. Ah ja. Der macht uns den Weg frei zu den ja, Generatorraum. Komm schon. Er ist tot. Ah, neue Waffe. Die nehmen wir auch natürlich mit. Nein. Ey, ich sehe nix. Alter Junge hier. So. Sprengkapsel. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die können wir hier, oder müssen sogar. Sprengstoff ist jetzt wärmeempfindlich. Die Sache ist die, da drinnen befindet sich eine Waffe, die wir unbedingt brauchen, um uns den Bosskampf ein bisschen zu erleichtern. Weil die Waffe kriegt man, wie gesagt, nur dort drinnen. Die Sache ist aber auch die, dass später wird da alles voller Feuer sein und deswegen brauchen wir auch den Feuerlöscher von der Insel. Bei den, na? Wie sage ich jetzt immer? Bei denjenigen, oder bei den zwei, wo ich hier das Let's Play geschaut habe, die haben nämlich vergessen den Feuerlöscher und konnten an die Waffe nicht mehr rankommen. Ja, und da hatten sie einen sehr schweren Bosskampf vor sich. So.
Hier ist so gut wie gar nichts. Wir müssen hier hinten rein. Ich höre nichts mehr. So. Schalten wir erstmal den Mist an. So. Im Großen und Ganzen ist, wie gesagt, ist nicht so krass schwer. Nur die eine Stelle mit den Motten. So, der Generator läuft. Müssen wir nur noch den Schalter umlegen, damit endlich Licht herrscht. Oh, ich sehe auch hier nichts. Hier war das, glaube ich, ne? Ja. So. Oh, Licht. Herrlich, aber trotzdem sehe ich immer noch so wenig. Da ist die Tür. Hier sind, glaube ich, grüne Pflanzen, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, ich sehe es nicht so ganz. Deswegen will ich mich auch entschuldigen, dass ich da auch nicht hundertprozentig den Durchblick habe. Grünes Kraut. Sonst noch was? Auch Munition für die Pistole. Na komm, da liegt noch mehr. Ich werde auch die Einstellung erstmal, was das Mikrofon betrifft, so lassen. Wenn ihr meint nämlich, nee, ist zu leise, stell es mal wieder hoch, dann mache ich das. Wie gesagt, dann müsst ihr das auch in die Kommentare schreiben. Hier lag doch auch noch was. So. So. Ich glaube, das war's aber auch schon. So. So, jetzt sehen wir wieder viel mehr, ey, Leute, ey. Das ist so eine richtige Wohltat. So, da der Strom jetzt läuft, wird jetzt in den Waffenraum die Sprengkapsel explodiert sein. Da brauchen wir jetzt nicht rein, weil wir kommen sowieso nicht ran. Hier gucken wir nochmal. Nee, oder? Warte mal. Strom. Schalter betätigen. Aha, da können wir jetzt da dran. Und müssen jetzt in einen bestimmten Raum, wo wir auch, ja, in den BOW-Raum. Auch nicht gerade leichte Gegner da drin, aber die. Oh. Halt die Fresse, ihr Scheißviecher. Ach, das lebt immer noch, das Vieh. Ist mir das scheißegal hier. Ich bin vergiftet. Jep. Erstmal Pistole nachladen. Das Gift bringt uns ja nicht gleich um. Sondern es arbeitet. Also es macht uns Schaden, bis wir nur noch ein. Ich sage jetzt mal einen Punkt haben. Und ja. Und da ist immer leichtes Fressen für die Viecher. Ich mache das jetzt hier zu dickes Heilkraut hier. Weil rotes Heilkraut findet man sehr selten. So gut wie gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich, glaube ich, in den vorherigen Parts auch irgendwo mal erwähnt. So. So, nehmen. Sind auf Achtung. Ja, gut, das reicht. So krass, ey, sieht das hier aus. Also ich würde mich hier nicht reintrauen, um ehrlich zu sein.
Aber hier muss doch irgendwo was liegen, ne? Liegt noch etwas? Nochmal Munition. War das jetzt nicht hier? Okay. Dachte ich eigentlich, dass das hier drin ist, aber egal. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. So. Da jetzt der Strom an ist, können wir jetzt auch in dem Büro nämlich den Schalter betätigen. So, Dreckviecher. Ey, ohne Scheiß, diese Stelle hat mich damals, wo ich das so privat immer gespielt habe, so abgefuckt, ey. Das ist... Oh, ne. Ach, da liegt noch ein Buch. Alexanders Memo. Mal wieder. Mein Vater Edward hat den Muttervirus in Zusammenarbeit mit einem anderen Adligen entdeckt. Einem gewissen Lord Spencer. Sie haben ihn zu militärischen Zwecken erforscht. Als ihre Forschungen schließlich Ergebnisse zeigten, nannten sie die aktuelle Mutation des Muttervirus T-Virus. Um ihre Forschung zu tarnen, gründeten sie die Umbrella Chemiker. Ich machte mein Examen in Biogenetik und arbeitete an einem streng geheimen Forschungsprojekt für meinen Vater. Doch meine Versuche durchliefen eine schwierige Phase und mein Vater starb mitten während des Projekts. Wir sind jetzt gegenüber anderer Forschung ins Hintertreffen geraten, denn die Konkurrenz auf dem Gebiet der T-Virus-Forschung ist sehr groß. Ich habe den Namen der Familie Ashford, die unsere Urahnin Veronika gegründet, Schande bereitet. Wenn nichts geschieht, wird Spencer Umbrella übernehmen. Ich muss das Projekt aufs Äußerste beschleunigen, aber ohne von Spencer entdeckt zu werden. Ich habe es mir gut überlegt und beschlossen, eine leistungsfähige Forschungsanlage zu errichten. Ich werde sie in dem Transportlager einrichten lassen, das in der verlassenen Mine in der Antarktis versteckt habe. In der Anlage werde ich mir einen eigenen Raum einrichten, der von Design her meinem Anwesen ähnelt, dem Erben des verstorbenen Trevor. Dort werde ich meinen süßen Erinnerungen nachhängen können. Aus Sicherheitsgründen werde ich diesem Projekt einen Codenamen geben. Ich werde den Namen unserer schönen Urahnen nehmen, die ich so gerne wieder zum Leben erwecken möchte. Ich bin mir sicher, dass die Ergebnisse meiner Forschung ebenso ruhmreich sein werden wie ihr Name und dass die Ehre der Familie Ashford endlich wiederhergestellt wird. Hat nun leider nichts gebracht. Du bist immer noch ganz klein und komisch drauf und trägst Frauenkleider. Liegt hier noch was? Nee. Erstmal wieder ausmisten. So, wieder mal ein bisschen mehr Heilzeug, das ist sehr gut. Wir laufen erstmal weiter so rum. Aber die AK tun wir jetzt mal raus. Die brauchen wir für den Moment nicht. So, Schalter, betätigen. Das, Leute, ist Nosferatu. Blumentopf. Damit können wir Blumen einpflanzen. Prüfen das Ding mal. Nichts. Nicht ist immer so, wie es scheint. So. Maschinenraumschlüssel. Okay.
Aber irgendwie macht mich das stutzig, weil wir hätten eigentlich noch was finden müssen. Ich bin gerade an Überlegen. Oben werden wir es auf jeden Fall nicht finden. Ich muss jetzt nochmal hier unten rein. Weil sonst mache ich nämlich den Weg zweimal. Nein. Nein. Oh, du blöde Sau, Alter. Was hat er denn Ei gelegt? Ja, das schlüpft. Jetzt schießt er. Ja, benutzen. Oh, ey. Das meine ich, Leute. Das meine ich. Dass die Viecher. Oh, die spawnen andauernd. Aber später müssen wir Gott sei Dank nicht mehr da durch. Wie viel halten wir noch aus? Genug. Weil ich denke, ich habe hier was vergessen. Okay. Wir brauchen hier noch was. Ich denke, das ist hier drinne. Bloß ich bin nur wieder zu blöd, es zu sehen. Weil da drinne, da hinten in den Kasten eben, ist nämlich eine Maske drinne und die wollen wir haben. Da ist es. So. Damit können wir jetzt das Ding, so den Transport für die Kiste in Gang setzen. So. Da bin ich jetzt falsch. So. So. Ja, ist aufgeklebt. Und jetzt können wir das hier losschicken. So. Da war ja BOW-Gas drin. Das heißt, dass die Kiste ist da drin jetzt kaputt gegangen. Und überall ist jetzt dieses BOW-Gas. Damit können wir jetzt hier bei einem Gasaustritt diese Maske mitnehmen. Und mitnehmen. So. Ich hätte es auch später holen können, aber das wäre nur wieder ein extra Weg gewesen. Weil jetzt müssen wir hoch. Oben ein bisschen was machen und dann müssen wir wie auch wieder runter. Moment mal, bevor ich da hingehe, will ich was gucken. Ich will erstmal das prüfen, was wir jetzt noch. Ja. Ich zeig's euch ganz einfach mal. So. Ach, da nicht drehen. So. Und zwar hier. Ein Loch mit 8 Ecken. Giftgas im Notfall des Ventils schließen. Okay. Jetzt haben wir die Informationen, die wir brauchen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich das Ventil habe, jetzt nicht nochmal runtergehen, um den Mist zu prüfen. Weil wir haben ja auch in dem letzten Part oben den Metallschneider gesehen. Und ich habe ja gesagt, den werden wir noch brauchen. Und da gehen wir jetzt auch hin. Jetzt nicht so Metallschneider, aber oben war noch eine verschlossene Tür. Ich hoffe nur, ich werde jetzt nicht getroffen von diesen dreckigen Viechern, Alter. Nein! Bin ich vergiftet? Ein so eine Scheißspore reicht, ey. Oh, das ist so dumm, ist das. Ah, Mist. Aber oben sollte. Ne, ich gehe jetzt hoch. Leck mir am Arsch.
Ja, wenn ich jetzt schon wieder ins scheiß Büro gehen würde, würden die wieder spawnen und das habe ich dazu habe ich gar keine Lust. Gucken am besten auch nochmal hier rein. Es kann ja sein, dass da drin auch noch was war, was ich vergessen habe. Ist hier irgendwas? Betten vermutlich das Schlafzimmer der Arbeiter. Da liegt ein Stuhl in Weg, da können wir nicht ran. Oh, hier liegt was. Davon haben wir zwar schon genug, aber nehme ich trotzdem mit. Hier noch Pistolenmunition. So. Soweit. Warte mal, ist da hinten noch ein Heft, was wir mitnehmen können? Tatsache. Arbeitertagebuch. 30. Oktober. Als ich bei Umbrella angefangen habe, dachte ich, ich könnte den Rest meines Lebens sorgenfrei verbringen als Angestellter eines Riesenkonzerns. Ein schlechter Scherz, dass ich in einem solchen Loch ende. Ich habe um Versetzung gebeten, aber die haben das einfach ignoriert. Das ist wie im Gefängnis hier. Die Arbeit ist unheimlich anstrengend und macht kein bisschen Spaß. Da wäre ich ja lieber tot. Ich sag dazu nichts. 3. November. Mein sauer verdienter Urlaub ist plötzlich gestrichen worden wegen eines Fehlers des Bosses Alfred. Haben Sie nicht rechtzeitig genug Leute eingestellt. Dieser Idiot braucht niemandem Leid zu tun. Der behandelt uns wie Vieh. 5. November. Ich habe eine sehr interessante Geschichte von einem Typen gehört, der hier seit 8 Jahren arbeitet. Der muss wirklich eine Engelsgeduld haben. Er sagt, tief in einer Zelle soll seit über 10 Jahren ein Mann eingesperrt sein. Die Leute nennen ihn Nosferatu und haben eine Höllenangst vor ihm. Was für ein Blödsinn. 10. November. Um Mitternacht bin ich aufgewacht und habe ein komisches Grollen gehört, das von tief unter den Gewölben herzukommen schien. Ich bin ja bescheuert, mir von so einem Kindermärchen Angst einjagen zu lassen. Andererseits dürfte es jedem schwerfallen, an so einem Ort seine 5 Sinne beisammen zu halten. Oha. Nosferatu hat Angst und Schrecken verbreitet. Erstmal Heilspray, super. Und Munition. Moment, liegt da noch was? Nee. Somit hätten wir alles und können jetzt den Raum öffnen. Schaffen wir noch. Ich denke mal, ich werde den Part Überlänge machen, da jetzt auch nicht mehr so viel kommt, oder? Ne, ich mache doch keinen Überpart. Da kommt ja noch ein Bosskampf dazwischen. Weil das wäre dann blöd, wenn ich da. Ja. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Ihr wisst, was das heißt jetzt. Jetzt mache ich erstmal wieder den Part Schluss und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute, und ciao.